Eingeschränkt! Eingeschränkt! Oh mein Gott. Dankeschön. Richtig liebe Geste. Zwei Sachen. Geschenke verpacken. Hast den Kurs aber nicht belegt in der Uni, ne? Was geht ab, ihr lieben Menschen da draußen? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich etwas ganz Besonderes vor. Wie einige von euch mitbekommen haben, bin ich nach Köln gezogen. Ihr kennt es, Umzug ist stressig. Das Schlimme ist, erstmal eine neue Wohnung in einer neuen Stadt zu finden. Das ist einfach der Ultrastress. Damit alles einwandfrei läuft mit einer neuen Wohnung und alles Mögliche, hat mir Rob angeboten, einfach bei ihm auf der Couch zu pennen. Ich finde das einfach mega gastfreundlich und die Jungs, beziehungsweise die ganze Team Bro WG ist so nett und ich bin so dankbar dafür, dass ich die kennengelernt habe, dass ich sie einfach dann überraschen möchte. Nila bekommt etwas Spezielles, sozusagen ein Einweihungsgeschenk und noch etwas, was ich ihm persönlich schenken möchte. Aber ich würde mal sagen, lass uns sie einfach überraschen und wir legen los. Dima, was machst du gerade? Erzähl ich dir nicht. Wieso filmst du? Ich habe eine Überraschung für dich. Oh Mann, nein. Mann. Ich war jetzt so lange hier. Es ist sowas wie ein großes Dankeschön, aber auch etwas ganz Besonderes. Nein, Geschenke. Du weißt, ich mag keine Geschenke. Also für dich ein Einweihungsgeschenk. Mit ganz viel Liebe habe ich es eingepackt. Ich weiß, was das ist. Was ist das? Das ist ein Buch. Kann auch was anderes sein. Und das? Das ist ein T-Shirt. Okay, zuerst mache ich das T-Shirt auf. Ich wusste es! Ein T-Shirt mit, oh mein Gott, da ist Totoro drauf. Mit Totoro, Alter! Als Adidas-Zeichen sogar. Danke, Mann. Geiles T-Shirt. Und, freust du dich? Ja, Mann. Ich feiere das. Kamen die Götter aus dem Weltall? Ja, weil du öfters immer so alles hinterfragst und dich immer mit der Materie auseinandersetzt, dachte ich mir so, warum schenke ich dir nicht von diesem berühmten Schriftsteller? Ist er berühmt? Mauro Vigilino. Ja. Vigilino. Ja. Finde ich gut. Cool. Und, freust du dich? Ja, voll. Ich werde es wirklich lesen, glaube ich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Danke, Mann, ey. Bitteschön, bitteschön. Komm, ich drück dich. Okay. Danke, Mann. Falco! Meme! Was machst du denn so Schönes? Schwalbe für ein neues Instagram-Bild. Ja, du bist ja immer am Arbeiten, also immer hier in deiner Höhle, ne? Scheiden oder Zeichen, aber ja, ich bin immer in meiner Höhle hier. Aber du weißt ja, ich bin hier schon ein bisschen länger. Ich bin euch allen sehr dankbar, auf jeden Fall. Und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ach so, okay. Okay. Ah, für mich. Sind das die zwei Sachen? Beide! Beide Sachen für dich. Krass. Etwas sehr Persönliches für dich, von mir, und etwas so als Einweihung. Ah, okay, okay. Danke dir erstmal. Also ich bekomme nicht so oft so, danke dir, danke dir. Eine Frage an euch, seid ihr die so ein Geschenk so aufreißen oder die so wie ich? Ich war so ganz langsam. Also das ist eine Überraschung, also ich will die Überraschung wissen, also reiß ich sofort alles auf. Los, also reiß es auf, sei eine Bestie. Ich will es wiederverwerten. Wo ist ein Totoro? Ich sehe ein Totoro. Ho! Oh, ein Totoro-Shirt! Lul! Nee, das ist genial, so ein Ghibli-Shirt! Das ist richtig geil! Und weil gefühlt jeder Adidas trägt, ist es noch perfekt, weißt du, ich meine? Mega, das ist genial! Was hast du das denn gefunden? Oh, im Internet findet man alles, glaubt mir, wirklich alles. Größe M, also meine Größe, perfekt! Also, ja. Ich habe ein bisschen nachgefragt! Hey, danke dir, danke! Mach das andere auf! Das andere ist noch besser, glaubt mir! Aber das reicht! Nein, alles gut! Danke, Mingling. Ich guck nix. Lass mal erraten. Was Hartes hier? Schlappen. So Diletten. Okay, ich zieh's raus. Ready? Wow! Pikachu Diletten! Yeah. Oh mein Gott, ist das süß und perfekt. Weil du ja die ganze Zeit in diesem Krux rumläufst. Ja. Und du irgendwann mal gesagt hast, dass du mal auch so Pikachu-Adiletten haben möchtest. Ja, so als Rob zurückkam, dachte ich mir so, gar nicht für die da. Zieh sie an, zieh sie an! Mega. Oh, super. Ich will damit so auch Party machen. Ich trage sie mit, das passt. Perfekt. Woo! Das und dann Adi Ghibli-Shirt an. Perfekt. Oh, das sieht echt richtig gut aus. So gehe ich zu meinem Date. Also, zu einem Date? Ja. Oder schreibt das in die Kommentare. Passt das oder nicht? Aber mega geil, mega geil. Mega gut. Danke dir. Dann ist jetzt demnächst noch Felipe dran und schauen wir mal, was Felipe. Oh, kann ich auch zugucken? Ja, kannst du zugucken. Ja. Felipe, schläfst du? Okay. Hallo. Was machen Sachen? Was willst du von mir? Ach, weißt du, ich wollte dich gerade nur besuchen und schauen, wie es dir so geht. Was willst du von mir, ha? Okay. Eingeschränkt! Eingeschränkt! Ah! Ja! Oh mein Gott, ich hab Vorsicht! Ja! Vorsicht, du musst eingeschränkt! Vorsicht!
Vorsichtig! Es ist so rechtlich! Es ist so rechtlich! Echt? Es ist was sehr Cooles. Und zwar, ich war ja so lange hier. Zeigen Sie, zeigen Sie! Und jedes Geschenk, was hier ein Team Bro bekommt, ist persönlich. Und habe ich das Beste? Du hast echt wirklich ein. Nee, ich habe das Beste. Guck mal! Nee, das ist. Das ist mein Einweihungsgeschenk für dich. Einweihung? Wo hast du den gekackt? Ja, Bruder, da hinten auf dem Teppich, du weißt ja. Mach es auf. Das ist für dich. Weißt du, wie ich vorher sagte? Ja. Und Philippe ist eher so der, der komplett alles ausrastet. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Die Seite kenne ich, da kaufe ich immer meine D. Das ist fresh, Digga. Weißt du nicht? Das ist fresh. Sag uns, was es ist. Nichts, was Falco bedienen könnte. Falco macht Augen zu, das ist nicht für dich. Es ist eine Originalabbildung meines. Guck mal, wie schwer der ist. Oh. Zieh raus! Was für zieh aus? Was ist das hier für ein Video? Alter, ist ja richtig gut verpackt. Logisch, Bruder, mein Pferd ist gut verpackt. Kommt nicht raus. Ist wie der echte. Einmal drin. Was? Geht nicht raus. Oh yeah. Das ist eine Lavalampe. Oh, danke, Bruder. Ist echt schön. Danke, danke dir. Die schiebe ich Falco direkt in den. Das passt voll gut. Weißt du, wenn du die Girls dann mit reinnimmst, die ich für Liebe immer, und dann so, schau mal hier und da meine Lavalampe. Hey, ich hab fast eine Beziehung, sag doch nicht sowas. Danke, Bruder. Hammer, ne? Schön, dass du hier gewohnt hast. Und jetzt verpiss dich, ja? Smiley, Bro, ich möchte dich ein bisschen überraschen. Und zwar habe ich was für dich geholt. Mach es auf. Das ist mein Dankeschön, dass ihr mich alle so gut aufgehoben habt. Digga, ganz kurz mal. Geschenke verpacken. Du hast den Kurs aber nicht belegt in der Uni, ne? Nee, null, Bruder. Was ist das, Alter? Mach's auf. Da du ja mal öfters Kochvideos drehst. Geil, Alter. Hä? Hast du einfach ein Foto von mir genommen, oberkörperfrei? Sag mal, wie sieht's aus? Hammer! Ja. Das könntest du sein! Gott, die war, Digga, ich komm gar nicht drauf klar. Digga, Kochvideos haben jetzt nur noch so. Ja, natürlich. Geiler Scheiß, ey, fühl ich. Weißt du nicht? Ja. Mega, feier ich. Ich krieg die Schleife nicht zu, ich bin zu blöd dafür, Digga. Das geht nicht hinterm Rücken, ich weiß auch nicht. Geil, feier ich richtig, danke, Mann. Bitte, bitte. Nicht lustig. Was machst du gerade? TikTok gucken. Ah, okay, easy, easy. Ich habe eine große Überraschung für dich. Hau raus. Ich bin ja schon etwas länger hier. Das stimmt. Und mega coole Zeit gehabt, alles, was ich mitgenommen habe. Vielen Dank. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich. Etwas Persönliches für dich. Und natürlich noch ein Einweihungsgeschenk, weil gefühlt niemand euch was für die Wohnung oder das Haus geschenkt hat. Alles gut, deswegen, danke, danke. Das wäre echt nicht nötig gewesen, Digga. Nee, alles gut, mach einfach auf. Lass dich überraschen. Dankeschön. Richtig liebe Geste. Jetzt bin ich gespannt. Danke, Mann. Richtig korrekt. Geil, oder? Freunde, Adidas Studio Ghibli Collabo. Beste. Hammer. Richtig ja. Nice. Dankeschön, Mann. Ja. Richtig, richtig lieb. Hammer. Crazy. Und dann noch ein zweites? Ja. Ich glaube, darüber wirst du dich am meisten freuen. Von deinem Lieblings-Anime. Ja, Mann. Richtig nice. Einfach so eine Dragon Ball Cappy. Hammer, Mann. Richtig nice. Richtig und da du ja eh so oft gern Cappy trägst, dachte ich mir so, hey, es ist Zeit, dass du dir mal eine neue und eine anständige Cap holst. Ey, tausend Dank, Mann. Wirklich, danke, danke, danke. Ja, alles gut. Lass dich drücken, Mann. Gut. Danke, danke. Danke. Hammer, ey. Freust du dich? Ja, safe, Digga. Richtig okay, nice. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Richtig lieb. Danke, Mann. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Philippe? Nö. Okay. So unprofessionell. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, mit was ich die Jungs als nächstes überraschen sollte. Danke nochmal, echt. Danke, ey, ja, Mann. Also ich hatte das Schönste. Aber keine krassen Leistung, ein Foto von mir auf die Schatze zu drücken. Pass voll in mein Zimmer. Eine Lavalampe. Ah, oh, das ist doch geil. Ich war, oh, mein Gott, jetzt auch Pikachu. Hey. Wieso hast du mir nicht die geschenkt? Das ist deine Größe. Doch, passt perfekt. Ist so, ich nehme den anderen. Okay, Freunde, ich glaube, ich muss nochmal bestellen für Rob extra. Alles gut. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Als Tipp fürs nächste Mal, ich mag Goldbarren. Ich mag Aktien. Okay. Und ich Laptop. Ich mag Eisraubuhren. Und ich mag Frauen. Oh, Mann.